Stehst du vor der Entscheidung, in Dubai zu mieten oder zu finanzieren und fragst dich, was sich wirklich lohnt? In den nächsten Minuten tauchen wir tief in den Immobilienmarkt von Dubai ein und liefern dir wertvolle Einblicke, die deine Entscheidung maßgeblich beeinflussen können. Bleib dran, um sicherzustellen, dass du die beste Wahl für deine Zukunft triffst. Herzlich willkommen, ich bin Eugen Simbelmann von Dubai Finanz. Wir haben uns auf die Immobilienfinanzierung in Dubai spezialisiert. Wusstest du, dass immer mehr Deutsche nach Dubai ziehen? Die Stadt wächst und zieht immer mehr Menschen an. Das sieht man insbesondere durch steigende Immobilien- und Mietpreise. Viele fragen sich deshalb, ob ein Kauf und eine Finanzierung der Wohnung sinnvoller ist als zu mieten. Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir uns die Unterschiede genau anschauen. Welche Risiken hat man als Mieter und welche Vorteile hätte ein Kauf und eine Finanzierung? Gerade als Mieter hat man in Dubai oft das Nachsehen und es gibt unzählige Nachteile, auf die ich eingehen möchte. Zusätzlich werden für viele Einwohner der Stadt die hohen und weiter steigenden Mieten immer mehr zum Problem. Hinzu kommt die Unsicherheit einer weiteren Mieterhöhung oder die ständige Gefahr der Eigenbedarfskündigung durch den Eigentümer. Jeder Vermieter kann in Dubai jederzeit eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Diese wird gerichtlich hinterlegt und der Mieter muss die Wohnung daraufhin nach einem Jahr räumen. Merke, wer eine Immobilie in Dubai mietet, hat eine deutlich höhere Unsicherheit als im deutschen Mietrecht, in dem eine Eigenbedarfskündigung immer auch gerichtlich angegriffen werden kann. Und es gibt hohe Hürden, diese auch bei Härtefällen in Deutschland durchzusetzen. In Dubai hingegen kann man eine solche Entscheidung des Vermieters nicht rechtlich angreifen, sondern muss 365 Tage später ausziehen. Hinzu kommt, dass bei einem Verkauf der Immobilie der neue Käufer ebenso das Recht hat, eine Eigenbedarfskündigung auszusprechen. Aber auch hier gilt die Kündigungsfrist von einem Jahr. Wusstest du, dass man als Mieter einen weiteren entscheidenden Nachteil hat? So trägt der Mieter alle Kosten für Reparaturen und Wartungen bis zu einem Betrag von bis zu 999 Dirham, also ungefähr 250 Euro, komplett selbst. Das errechnet sich dann immer pro Reparatur und Einzelfall. Wichtig zu wissen ist, dass die Handwerkerkosten in Dubai vergleichsweise niedrig sind. So sind selbst größere Wasserschäden, wie zum Beispiel eine Leckage in der Leitung in der Decke, meist mit Reparaturkosten von nur 500 bis 700 Dirham verbunden, damit deutlich unter der Grenze und zahlbar durch den Mieter. Selbst wenn solche Defekte regelmäßig auftreten, müssen diese durch den Mieter bezahlt werden, da hier jeder Einzelfall einzeln betrachtet wird. Ist der Schaden oder die Reparatur umfangreicher, muss dem Vermieter ein Kostenvoranschlag vorgelegt werden, der erst genehmigt werden muss. Schwierig, wenn gerade das Wasser die Wände herunterläuft und zeitlicher Druck besteht. Geht man trotzdem den Weg des Kostenvoranschlags, ist es häufige Praxis vieler Vermieter, eine besonders günstige Firma zu beauftragen, um so unterhalb der Kostengrenze zu liegen, die dann der Mieter wiederum selber bezahlen muss. Selbst wenn die Ausführung der Arbeiten mangelhaft ist, ist es erstmal das Problem des Mieters. Mit solchen Methoden ist es das Ziel, den Mieter mürbe zu machen und sich als Vermieter aus der Kostenverantwortung zu drücken. Das mag moralisch fragwürdig, wenn nicht sogar zu verurteilen sein, hilft dem Mieter in dieser Situation aber nicht. Da man als Mieter meist nicht über einen sehr langen Zeitraum in der Immobilie bleibt, machen auch mietseitige Investments oder Verbesserungen der Wohnung oder des Hauses wenig Sinn. So bleibt einem meist nichts anderes übrig, als den Zustand der Immobilie hinzunehmen. Mängel bei der Immobilie sind ohnehin bei einer Besichtigung kaum zu erkennen. Immobilien, die leer stehen, sind in der Regel vom Strom und Wasser abgemeldet. Ohne Strom kann man aber die Funktion der Klimaanlage und viele weitere Dinge nicht vorab prüfen. Bei abgestelltem Wasser kann man den Wasserdruck und die Wasserqualität nicht überprüfen. Probleme, die erst nach dem Einzug und der Aktivierung von DEWA, so heißt der Strom- und Wasseranbieter in Dubai, sichtbar werden. Hinzu kommt, solltest du einen Mietvertrag vorzeitig kündigen, ja, das geht jederzeit, allerdings mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten und zusätzlich einer Entschädigung an den Vermieter von 2 Monatsmieten.
Sollte dann noch eine Differenz offen sein, ist die Chance, dass der Vermieter die Restzahlung ohne gerichtliches Verfahren zurückbezahlen wird, sehr unwahrscheinlich. Es ist die Strategie vieler Vermieter, das Geld einzubehalten und darauf zu spekulieren, dass der Mieter den Betrag nicht einklagt. Immerhin ist ein gerichtliches Verfahren in Dubai mit Kosten für Übersetzungen ins Arabische, Anwälten und Vorschüssen auf Gerichtskosten verbunden. Wie du siehst, gibt es unzählige Fallstricke und Risiken, wenn du eine Immobilie in Dubai mietest. Das Mietrecht ist in Dubai sehr vermieterfreundlich ausgelegt, wogegen es in Deutschland sehr mieterfreundlich gestaltet ist. Gerade deutsche Mietinteressenten mieten dann uninformiert und nur mit den besten Intentionen eine Immobilie, um dann oft böse enttäuscht zu werden. Doch was sind die Alternativen zur Miete und wie kannst du richtig handeln? Lass uns einmal gemeinsam die Zahlen genau anschauen. Welche Vor- und Nachteile hättest du kaufmännisch gesehen, eine Immobilie zu mieten oder die gleiche Immobilie zu kaufen und zum Großteil zu finanzieren? Schauen wir uns zum Beispiel einmal eine Wohnung im beliebten Stadtteil GVC, Jumeirah Village Circle, an. Hier gibt es ein Objekt, das Oxford 212 vom Bauträger Iman. Dieser Bauträger baut eine sehr gute Qualität. Ich war auch selbst schon einmal in diesem Gebäude. Alles ist sehr schön und hochwertig ausgeführt. Die Materialien, die Qualität, alles, was sich deutsche Investoren oder Mieter mit hohem Anspruch wünschen. Kaufpreis einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in Dubai auch One-Bedroom genannt, jetzt nach der Fertigstellung ungefähr 1,25 Millionen Dirham, ca. 315.000 Euro. Der Mietpreis liegt für so eine Wohnung bei 100.000 Dirham, ca. 25.000 Euro pro Jahr, was 2.083 Euro pro Monat bedeuten würde. Hinzu kommen potenzielle Mietsteigerungen in der Zukunft. Das entspricht 8% auf den Kaufpreis. Mit einer Finanzierung von 60% auf die Gesamtkosten entsteht eine monatliche Rate von 1.420 Euro. Die Rate wird bei einer zukünftigen, sehr wahrscheinlichen Zinssenkung nach 3 Jahren auf ca. 1.225 Euro monatlich weiter fallen. Hinzu kommt, dass bei einem Kredit von 25 Jahren neben den Zinskosten auch die Tilgung und somit die Rückzahlung der Immobilie erfolgt. Die monatliche Ersparnis vor allen weiteren Kosten beträgt demzufolge ca. 600 bis 800 Euro, je nach Zinsumfeld. Berücksichtigen muss man hier jedoch noch den Eigenkapitalanteil, auf den wir aber gleich noch kommen werden. In Deutschland ist es verbreiteter Konsens, als Immobilieninvestor lieber selbst zur Miete zu leben und Immobilien als Investment zur Vermietung zu kaufen. Das liegt allerdings daran, dass es in Deutschland besonders steuerlich attraktiv ist, Immobilien zu vermieten. Hier profitieren Vermieter von steuerlichen Abschreibungen auf die Immobilie und vielen weiteren steuerlich relevanten Effekten. Da es in Dubai aber keine Besteuerung auf Einkommen gibt, auch nicht auf Mieteinnahmen, fällt der steuerliche Vorteil komplett weg. Demzufolge macht gerade in Dubai die eigengenutzte Immobilie nicht nur emotional Sinn, sondern auch wirtschaftlich. Denn neben all den Nachteilen der Miete sind es oft die emotionalen Motive, die Menschen dazu motivieren, eine Immobilie zur Eigennutzung zu kaufen. Wie schön ist es, das eigene Apartment oder das Haus nach den eigenen Wünschen zu gestalten und nicht zu fürchten, dass eine Kündigung jederzeit drohen könnte. Fallen Reparaturen an, weiß man, dass man in seine eigene Wohnung investiert und nicht in eine Immobilie, in der man nächstes Jahr nicht mehr lebt. Ist es darüber hinaus nicht auch ein Privileg, die eigene Immobilie nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten? Hinzu kommt, dass es wirtschaftlich sogar oft noch die bessere Entscheidung ist. Ebenso ist eine Finanzierung sinnvoll und möglich, auch für Käufer, die zum Kaufzeitpunkt noch in Deutschland leben. Während wir uns weiterhin mit den Vor- und Nachteilen von Mieten und Finanzieren in Dubai beschäftigen, solltest du nicht verpassen, warum Dubai als Investmentstandort so attraktiv ist. Schau dir unser Video 5 Gründe, um in Dubai zu investieren, an und entdecke, warum diese Stadt ein Hotspot für Investoren aus aller Welt ist. Das Video findest du auf unserem Kanal. Bevor wir uns gleich die Kosten einer Finanzierung anschauen, ist es wichtig, erst einmal die Gesamtkosten inklusive der Kaufnebenkosten des Immobilienkaufs zu definieren. Wir haben unter www.dubai-finanz.de/rechner einen Nebenkostenrechner für Immobilienkäufe in Dubai erstellt. Dort ist es möglich, mit der Angabe des Kaufpreises alle relevanten Kosten zu berechnen.
So fallen beim Immobilienkauf Kosten für Makler, Grunderwerbsteuer und Notar an. Finanzierungsspezifisch sind die Kosten der Grundschuldeintragung und Bankgebühren. Diese sind jedoch zu vernachlässigen und überschaubar und bewegen sich meist in einem Bereich von 1-2% der Kreditsumme. Doch welche Vorteile hat man als Käufer einer finanzierenden Immobilie? Neben dem bereits angesprochenen emotionalen Vorteil, die eine selbstbewohnte Immobilie bietet, sind vor allem die wirtschaftlichen Faktoren interessant. Bei einem Kauf einer Immobilie ist man selbst nicht mehr Spielball des Vermieters, sondern partizipiert direkt selbst vollumfänglich am Immobilienmarkt in Dubai. Entwickelt sich der Immobilienmarkt weiterhin positiv, kann die selbstbewohnte Immobilie zu einem wichtigen Vermögenswert werden. Hinzu kommt, dass durch die monatlichen Bankraten der Kredit monatlich Schritt für Schritt zurückbezahlt wird und das Nettovermögen so Monat für Monat zunimmt. Sollte dann eine persönliche Entscheidung oder eine Veränderung im eigenen Umfeld dazu führen, dass man auszieht, kann man die Immobilie trotz Finanzierung jederzeit verkaufen oder auch vermieten. Gerade auch die erst gekaufte Immobilie kann der Baustein für den nächsten Immobilienkauf sein oder der erste Grundstein für ein wachsendes Immobilienportfolio in Dubai. Jeder, der längere Zeit in Dubai leben möchte, sollte sich für den Immobilienkauf gegenüber einer Miete unbedingt durchrechnen. Hinzu kommt, dass eine Finanzierung maximale Flexibilität bietet. Eine Sondertilgung, also eine frühzeitige Rückzahlung von teilweise 15-25% pro Jahr, abhängig von der Bank, sind meist komplett kostenfrei. Wer sich hingegen für eine komplette Rückzahlung entscheidet, kann den Kredit gegen eine geringe Vorfälligkeitsentschädigung von nur 1% der Restschuld oder 10.000 Dirham zurückbezahlen. Wohlgemerkt, es zählt hier, welcher Betrag niedriger ist. Beträgt der Restschuldbetrag beispielsweise nur noch 500.000 Dirham, wäre eine sofortige, vollständige Rückzahlung gegen eine Zahlung von nur 5.000 Dirham jederzeit möglich. Das sind umgerechnet 1.250 Euro. Wer allerdings eine Restschuld von 5 Millionen Dirham frühzeitig zurückbezahlen möchte, muss nicht etwa 50.000 Dirham bezahlen, sondern nur maximal 10.000 Dirham, umgerechnet 2.500 Euro. Da hier die Obergrenze für eine Sondertilgung liegt. Egal wie hoch die Restschuld ist. Ganz schön kundenfreundlich, oder? Aber das machen die Banken nicht aus freien Stücken, sondern vielmehr, weil die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emiraten ihnen das so vorschreibt. Generell sind die Verbraucherrechte in Dubai, insbesondere im Bereich der Finanzierung, sehr attraktiv. Doch wie gehst du nun vor, wenn du eine Immobilie kaufen statt mieten möchtest? Eine wichtige Voraussetzung für den Kauf einer Immobilie ist ein Eigenkapitalanteil von 40% der Kaufsumme. Das mag zunächst viel klingen, doch auch bei der Miete muss man meist schon 10% des Immobilienwertes als jährliche Miete im Voraus bezahlen. Lebt man bereits längere Zeit in Dubai oder ist in Dubai als Angestellter fest angestellt, kann eine Beleihung von 80% möglich sein. Demzufolge ist nur noch ein Eigenkapitalanteil von 20% notwendig. Dies gilt aber nur für Kreditnehmer, die bereits in Dubai leben, hier ein festes Einkommen vorweisen können, vorzugsweise als Angestellte und noch keine andere Immobilie finanziert haben. Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate erlaubt es Banken, bei der ersten Immobilie bis zu 80% des Kaufpreises und 80% der Kaufnebenkosten zu finanzieren. So soll der Erwerb der ersten Immobilie und meist des Eigenheims gefördert werden. Beim Kauf der zweiten und allen darauf folgenden Immobilien ist wie auch bei Ausländern eine maximale Beleihung von 60% vorgeschrieben. Sinnvoll ist demzufolge ein Kauf einer Immobilie für jeden, der in Dubai länger als 3-4 Jahre leben möchte. So profitiert man als Käufer vom wachsenden Immobilienmarkt und geht sicher, nicht als Mieter das Nachsehen zu haben und all die Nachteile in Kauf zu nehmen, die mit einer Miete in Dubai verbunden sind. Was sind nun die nächsten Schritte? Jede Immobiliensuche und Überlegung, ob nun Kauf oder Miete, fängt damit an, die Möglichkeiten einer Finanzierung zu prüfen. Das ist der erste Schritt. Ich weiß, dass Immobilienkäufer in Dubai nach Finanzierungslösungen für den Immobilienkauf suchen. Deshalb habe ich Dubai Finanz gegründet. Wir sind auf die Immobilienfinanzierung in Dubai spezialisiert und können allen deutschsprachigen Immobilienkäufern mit der richtigen Finanzierung helfen.
Buche jetzt einen kostenfreien und unverbindlichen Rückruf unter www.dubai-finanz.de. Ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.